Nee, das passt schon, das passt schon. Ja, das ist ja auch was, das ist ganz Besonderes. Aber wie gesagt, der Thomas, der macht das ja gerne. Der Thomas, der redet ja auch gerne mit mir, chillt gerne hier, der ist auch gerne in dieser Community, kennt da ja auch eben viele, ist ja für ihn jetzt nicht alles brechernst und extremer Zwang. Es macht ihm ja trotzdem auch irgendwo Spaß und ich zeige mich ja auch dann beim Thomas immer mal erkenntlich und alles. Ich sehe das ja schon, dass das jetzt nicht selbstverständlich sein soll. Nach dem Motto, komm, du hast es jetzt einmal gemacht, du musst es jetzt immer machen, fertig. Manchmal traue ich, ich versuche ihn auch oft zu schonen, gerade wenn jetzt in der Woche mal was ist, sage ich immer, willst du oder willst du nicht? Du musst nicht, ne? Ich kann es auch alleine machen und er, ach, nö, nö, das... Autsch. Oh mein Gott, ich muss nach Hause gehen. Tschüss, das war's von mir. Der Hannes dreht schon wieder komplett durch. Guck mal, der Hannes ist rot. Einfach nur... Wow, Hannes steht da. Ah, da fällt mir gleich das Handy runter. Ja, Hannes brennt wahrscheinlich. Weil ich versuche ihn ja immer schon zu schonen, wollte ich sagen. Ich versuche ihn zu schonen und sage gerade am Dienstag oder Donnerstag... Okay, egal, egal, egal. Es wird rot. Hannes, der Dicke, für der 300 Euro an Adi. Moin, ich grüße dich, Ramon und Adi. Lächelndes Katzengesicht. Lächelndes Katzengesicht. Dankeschön, Hannes, du alter Zipfelklatscher. Das heißt, ich kann ja gar nicht anders, als im Januar, wenn Iswo wieder was starten will bei dir, mit mir. Ich kann ja gar nicht anders, als ich bin jetzt dazu verpflichtet zu kommen. Hast ja jetzt sozusagen schon mein Zugticket bezahlt, ja? Da kann ich dich ja nicht im Januar da sitzen lassen, also. Danke, Hannes, für deinen Support auch immer, Hannes. Das ist auch nicht von dieser Welt, ja?